Einen schönen guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen, an alle nochmal. Letzter Roundtable, Endspurt für den Nachmittag, bevor wir dann zu den Schlussworten kommen. In diesem vierten Roundtable wollen wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, inwieweit die Annäherung der rechtlichen Rahmenbedingungen auch für unseren Berufsstand, für die Insolvenzverwalter, für die Sachwalter, für die Amtsträger in diesem Berufszweig gelten können. Ich begrüße Emmanuel, Jean und Heinz, mit denen wir heute das diskutieren werden am Nachmittag. Ich werde das moderieren. Wir haben uns vorgestellt, dass wir drei Eingangsstatements machen und dann relativ viel Zeit auch haben, um untereinander und mit Ihnen die wichtigsten Punkte zu diskutieren. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten. Es gibt sehr viele Punkte, die man besprechen kann. Das Berufsrecht und die Regeln, wie wir unseren Beruf ausüben sollen, ist natürlich etwas, was für uns sehr essentiell ist. Es gibt sehr viele Punkte, wichtige und unwichtige. Wir versuchen uns auf die wichtigen mal zu konzentrieren, weil so viel Zeit haben wir sonst heute nicht. Und ich bitte dich, Emmanuel, uns deine Präsentation zu zeigen. Emmanuel ist PhD, sie arbeitet an der Universität und wird uns einen universitären Überblick geben. Heinz Wallender ist, vielleicht darf ich das noch zur Vorstellung sagen, auch Universität Köln, war lange Jahre Richter, einer der bekanntesten Richter in Deutschland, hat also auch mit den Insolvenzverwaltern von der anderen Seite zu tun. Und Jean Baron und ich sind beide Praktiker. Insofern haben wir hier alle präsentiert, die sich mit diesem Bereich beschäftigen sollten. Emmanuel, wir sind sehr gespannt. Merci Axel. Bonjour à toutes et à tous. Danke Axel. Guten Tag. Merci Robert. Danke Robert. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein für diesen deutsch-französischen Freundschaftstag. Und ich möchte mich bedanken bei dem VID und bei dem Conseil National für Ihre Einladung. Wir haben heute gesehen, dass die Richtlinie hat eine Wende, war eine Wende zu diesem Thema, weil es ist der erste Schritt der Harmonisierung des Berufes und des Rebounds der Schuldner. Das sind auch noch keine Codes dazu gemacht worden. Und wir wollen eine weitere Harmonisierung der wichtigen Rechte und wir wollen weiterhin arbeiten an die gemeinsamen Ziele und an die Konvergenz in dem Bereich. Die Rechte der Harmonisierung harmonisieren sich weiter und weiter und die das betrifft ja auch die Insolvenzverwalter. Wir wollen die Worte von Herrn Dupichot wieder aufnehmen. Studie, die über die Harmonisierung des Insolvenzrechts im Mai 2010 geführt worden ist, war tatsächlich ein zentrales Thema. Sich dieses Themas anzunehmen, war die richtige Entscheidung. Wir haben festgestellt, dass
das Insolvenzrecht, die Harmonisierung des Insolvenzrechts tatsächlich primär ist bei allen verschiedenen Entscheidungen. Bevor diese Themen jetzt harmonisiert werden, schauen wir an, was die verschiedensten Texte aus der Geschichte dazu besagen. Der erste Text, diese Harmonisierung des Status der Beschäftigten in diesem Bereich, der Praktika, aus dem Jahre 2000. Damals gab es noch einen weiteren Text aus dem Jahr 2015. Die auf den ersten Text geht eine gemeinsame Terminologie zurück, die wir inzwischen in den verschiedenen Ländern verwenden. Und die Praktika im Insolvenzbereich wurden im zweiten Text dann definiert durch ihre Funktion. Wir haben darin stehen, dass diese Praktika natürlich auch im Rahmen der Europäischen Union arbeiten. Das kommt zum Beispiel darin vor. Die Dame spricht zu schnell. Und ich habe den Text nicht und kann deswegen auch die Zahlen nicht korrekt wiedergeben. Das geht so viel zu schnell alles. Eine angepasste Reglementierung umzusetzen für eine entsprechend definierte und ich habe keinen Text bekommen, ich kann deswegen auch nicht die Zahlen wiedergeben, es tut mir sehr leid. Der Berichterstatter ergänzt, dass der nationale Rechtsrahmen auch die entsprechenden Verfügungen beinhalten muss, um künftigen Interessenskonflikten hervorzubauen. Ein reglementiertes Arbeiten dieser Insolvenzverwalter, die nicht vom Gericht bestellt worden sind, hebt durchaus wesentliche Punkte hervor. Dieses Reglement stärkt die Position des Praktikers, denn es erlaubt ihm, seine Macht anerkannt zu bekommen und seine Arbeitsfähigkeit, seine Kenntnisse. Die Praktiker haben ebenfalls eine Pflicht zur Zusammenarbeit, zur Kommunikation untereinander und ihre Pflichten, die sehr wichtig sind, sind auch beschrieben worden. Die Harmonisierung der Statuten innerhalb Europas, dieses Berufsstandes findet hier ebenfalls Berücksichtigung. Im Text vom 20. Juni 2019 die europäische Direktive zielt darauf ab, die Insolvenzverfahren zu verkürzen, dann damit auch die entsprechende Zeit, in der Rückzahlung von Schulden zu leisten ist, um die übertrieben langen langen Zeitläufe, die normalerweise solche Verfahren bis dahin gedauert haben, zu reduzieren, damit die Unternehmen in einer effizienten Art und Weise restrukturiert werden können und die Gläubiger gleichzeitig eben auch entsprechend befriedigt werden unter Berücksichtigung von grenzüberschreitenden Verfahren. Natürlich unter Berücksichtigung der Kosten der jeweiligen Verfahren, die Aus- und Fortbildung, Benennung und Beauftragung sowie der Entgelt dieser Praktiker. Die französischen Praktiker sind sehr zufrieden, denn ihr Status als entsprechender Amtsträger und wurde damit letztendlich zum Vorbild für viele andere europäische Länder, auch in Zentral- und Osteuropa nach dem Ende der kommunistischen Ära, die im Vorfeld der europäischen Integration oder Integration in die EU
ihre Rechtssysteme normiert haben, sich dem europäischen Markt angeglichen haben, damit auch ihre Regeln und das, dem Ganzen ging eine Feststellung voraus, dass es hier nämlich eine klare Definition der jeweiligen Berufsträger geben muss, aber eben auch eine Definition der in Frage kommenden Unternehmen. Die Kommission der Vereinigten Nationen für internationales Recht war hier auch mit beteiligt, die Weltbank, aber eben auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung waren daran beteiligt und haben diese Entwicklungen befördert, indem sie Empfehlungen abgegeben haben, dies geschah in den Nullerjahren. Die Direktive oktroyiert oder dass die betreffenden Berufsgruppen sich professionalisieren, die entsprechenden Berufsträger des Insolvenzgeschehens auf einem vergleichbaren Niveau in der gesamten Union gebracht werden. Die Prinzipien, die wir kennen, die die Europäische Kommission gewünscht hat, können wir hier ausführen. Artikel 27 der Direktive, dass die verschiedenen Mitgliedstaaten darüber wachen müssen, dass die Benennung, aber auch die Delistung, das Delisting von Mitarbeitern und Fachkräften in einer transparenten Weise geschieht. Die Benennung muss nicht nur transparent sein, sondern sie muss auch die Branche, den Bereich der jeweiligen Geschäfte, die Expertise der Person berücksichtigen. Unter anderem auch weitere grenzüberschreitenden Aspekte müssen Berücksichtigung finden und die Fähigkeit des oder der Berufstätigen in diesem Bereich, den entsprechenden Richtlinien zu entsprechen. Die Staaten sind nicht verpflichtet, einen Berufsstand zu schaffen oder hier gewissermaßen die Verantwortung zu übernehmen, um dieses zu definieren. Und ganz zweifelsfrei ist der europäische Gesetzgeber hier angetreten, um die Regeln so zu definieren, dass in allen europäischen Ländern die Mindeststandards im Falle einer Sanierung, aber auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens mit einem nicht so positiven Ausgang geregelt sind. Die europäischen Staaten müssen sich entsprechend mit einem präventiven Rahmen auch ausstatten. Die Flexibilität, die die Direktive den Staaten mitgibt, hat natürlich auch gezeigt, dass es jetzt Unternehmen gibt oder einen Berufsstand gibt, der vor allem in der Prävention tätig ist. Diese Art von Berufsstand, diese Art von Auftragnehmern, die in der Prävention tätig sind, wurde dadurch geschaffen. Damit können wir sagen, dass die Zukunft der Profis im Bereich Restrukturierung, die Reglementierung uns natürlich auch Anlass zur Sorge bereitet. Die Praktika in dem Feld spielen eine sehr große Rolle, eine Schlüsselrolle in den europäischen Vorgängen, in den grenzüberschreitenden Verfahren natürlich genauso. Präventive Verfahren müssten automatisch anerkannt sein. Natürlich müssten sie angepasst werden auf die verschiedensten Länder und gleichzeitig im Annex A des Reglements und die Beschreibung der Berufsausübenden im Annex B des jeweiligen Textes. Die Frage der
wenig qualifizierten Praktiker ist auch gestellt, der in einem anderen Land tätig wird. Das wird natürlich nicht ohne Folgen sein. Und das bezieht sich auf die gesamte Europäische Union. Deshalb muss der Gesetzgeber weit über die Minimallösungen, die Minimalnormen hinausgeben und starke Pflöcke einschlagen, starke Punkte vorschlagen, damit wir nicht einen europäischen Status dieses Berufsstandes haben, aber dass zumindest gewisse Punkte erfüllt werden müssen. Was ist nun das Berufsbild dieser Profis des Insolvenzfeldes? Wo sind die Überschneidungen? Die zentrale Überschneidung sehe ich in der Bildung, in der Ausbildung. Die Ausbildungsgänge sind extrem komplex und deswegen ist es sehr stark anempfohlen, dass die Praktiker, die nicht nur sich im Recht gut auskennen, sondern auch im Bereich Buchhaltung, dass sie Erfahrung haben, was Handelsfragen angeht, was das Finanzwesen ankommt. Hier kann man Studien in vergleichendem Recht anstellen und das französische Modell ist sehr stark reglementiert mit einem Berufsstand, der sehr klar definiert ist. Das ist eine ziemlich besondere Situation. In anderen europäischen Staaten sind die entsprechenden Berufsausübenden vor allem Anwälte. Die Praktiker sind im Wesentlichen Anwälte. Das ist durchaus problematisch, weil die Anwälte natürlich die Interessen ihrer Klienten vertreten. Ein Praktiker des Insolvenzbereiches muss natürlich die Interessen der Gläubiger, aber eben auch die Interessen der Unternehmen verteidigen. Diese Praktiker muss garantieren, dass auch einander widersprechende, zuwiderlaufende Interessen Berücksichtigung finden. Und da sehen wir und stellen fest, dass der Zugang zum Beruf, die Aufgabenbeschreibung dieser Praktiker eigentlich Gegenstand eines berufsbildenden Examens sein sollte. Und da, wo das nicht stattfindet, wo keinerlei Prüfung stattfindet, sollte diese Berufsausübung für Anwälte, für Ökonomen, Finanzwirte und andere sehr stark spezialisierte, hochgradig spezialisierte Fachleute reserviert sein. In Europa sieht man, dass in allen Staaten derzeit eine starke Professionalisierung stattfindet und dass sich dieses in den letzten Jahren auch nochmal verstärkt hat. Die wirtschaftliche Welt ist immer komplexer. Nur Profis, die handverlesen sind, hier effizient die Unternehmen in Schwierigkeiten gut begleiten können. Wenn wir also den verschiedenen Mitgliedstaaten nicht eine klare Definition dieses Berufsstandes vorgeben können, ist es nichtsdestotrotz wichtig, auf eine Art von Zertifizierung, Examen zu bestehen, damit wir die hochgradig kompetenten Profis identifizieren können, damit wir auch Listen erarbeiten können. Und Bildung, Erfahrung, ähnliche Punkte müssen in dem Examen natürlich entsprechend berücksichtigt werden, aber auch in der Liste. Und es ist wichtig zu notieren, dass der Artikel 25 des Vorschlags der Europäischen Kommission nicht nur eine Grundausbildung vorgesehen hat, sondern auch eine Fortbildung. Das ist komplett verschwunden aus dem Text. Eine Fortbildung ist unerlässlich und auch hier müssen wir dafür sorgen, dass dieses oktroyiert wird. Natürlich ist das Insolvenzrecht in einigen Staaten so, dass die Praktiker öffentliche Interessen vertreten. Diese Anforderung bezieht sich dann auch auf das jeweilige betroffene Organ, die jeweils betroffene Struktur des staatlichen Handelns. Die Kommission hat in ihrer Direktive vorgesehen, dass man den Erfahrungsaustausch der Best Practices
favorisieren soll, um in der gesamten EU das Level zu erhöhen und auf diese Art und Weise auch noch weitere Werkzeuge der Kompetenz entwickeln muss. Das ist sehr gut entwickelt, finde ich auch sehr gut beschrieben. Entsprechende Punkte, entsprechende Programme für Fortbildung, damit Praktika im Rahmen ihrer Berufsausbildung auch noch in anderen Ländern sich weiterbilden können, mit dem Ziel, dass wir auf diese Art und Weise durch die Praxis die Harmonisierung erlangen. Zweiter Punkt, die Deontologie des Berufes. Es tut mir leid, dass ich so schnell bin, danke. Zweiter Punkt der Konvergenz. Es ist vorgesehen, dass die Praktiker natürlich auch Interessenkonflikte vermeiden müssen, dass sie ihren Beruf in voller Integrität ausüben sollen. Und das besagt auch die Direktive, nämlich, dass ihre Dienstleistungen effizient ausgeübt werden sollen und unparteiisch und unabhängig. Da wäre es wünschenswert, wenn die künftige Direktive hier eine Verpflichtung einschreiben würde, in dem die Interessenkonflikten und die bestehenden oder die zukünftigen, die möglichen Interessenkonflikte auch offengelegt werden müssen. Und es muss auch festgelegt werden, wem gegenüber diese Erklärung dann getroffen werden muss. Viele Praktiker verfügen über große Qualitäten, sind integer. Die Integrität müsste beinhalten, dass der Berufspraktiker einen guten Ruf hat, dass er weder betrogen hat, finanziell oder in seinem Unternehmen einen Betrug gemacht hat. Dass ein solcher Fall dafür sorgen würde, dass eine Person nicht benannt wird, beispielsweise. Und wir brauchen auch entsprechende Versicherungen, Versicherungen gibt es bereits in einigen Staaten. Wenn es zum Beispiel eine Versicherung eines Anwaltes ist, wird das Insolvenzverfahren häufig nicht mitversichert. Und wir haben leider noch Staaten, in denen keinerlei Berufsversicherung hier, Berufshaftpflicht vorgesehen ist. Die Unterschiede. Der erste zentrale Punkt der Unterschiede wäre eine Reglementation, die natürlich sich auf die Benennung und die Entfernung von Listen bezieht. Natürlich gibt es da zwei Punkte, die wir uns merken sollen. Einerseits ist die Benennung natürlich ein transparenter Vorgang, idealerweise. Und gleichzeitig muss eine gewisse Flexibilität im Thema möglich sein. Diese beiden Prinzipien, Benennung und Delisting, sind grundlegend. Transparenz der Benennung ist wünschenswert, muss vorgeschlagen werden, aber wir müssen hier letztendlich gleich schon mit der Diskussion wieder aufhören, weil die verschiedenen Mitgliedstaaten nicht die gleiche Herangehensweise zur Problematik haben. Sie überlassen es den Richtern, ihre Praktika auszuwählen, und mitunter ist der Schuldner auch daran beteiligt. Das ist schwierig dann für Externe, da eine Wahl zu oktroyieren. Wir müssen also leider bislang uns damit begnügen. Was den zweiten Punkt angeht, den zweiten zentralen Streitpunkt, wo es um natürlich Kontrolle und Disziplin geht, sieht die Direktive auch Mechanismen der Überwachung vor, der Beaufsichtigung. Praktiker müssen beaufsichtigt werden. Das garantiert natürlich auch, dass ihre Dienstleistungen effizient angeboten werden, genauso kompetent angeboten werden, unabhängig und fair, und dass sie eben auch entsprechend Zeugnis ablegen über ihre Tätigkeiten. Da wird empfohlen, dass die
Bildung, Ausbildung, Fortbildung und auch die Inhalte auch der Öffentlichkeit offengelegt werden. Eine Zertifizierung des Berufsstandes wird ebenso empfohlen wie Regeln der Deontologie des Berufsstandes, aber eben auch eine Aufsichtsbehörde oder eine Struktur, die Berufsmitglieder beaufsichtigt. Ein solides und effizientes System der Selbstorganisation und der Selbstbeaufsichtigung, um weiterhin das Vertrauen in Integrität und Kompetenz dieses Berufsstandes zu gewährleisten. Letzter Streitpunkt und nicht der geringste ist die Bezahlung. Auch hier empfiehlt die Direktive, dass die Bezahlung von kohärenten Summen ausgeht, dass diese Vergütung auch transparent und kohärent ist, ganz unbeachtet davon, wie die Zahlen am Ende zustande kommen, wie das errechnet wird. Die Europäische Kommission versucht auch die Diskussion von Dossiers zu klären. Da hat die Dolmetscherin jetzt einen Teil nicht verstanden. 125 der Richtlinie im Bereich der Insolvenz sagt, dass Unternehmen, die zu gering finanziell ausgestattet sind, um das Insolvenzverfahren zu finanzieren, dass in diesem Rahmen es ein Mechanismus der Benennung, aber auch der Bezahlung dieser Fachkräfte gibt. Das ist sicher. Hier gibt es sicher einzelne Punkte, wie schon gesagt, die keinerlei Streit aufbringen, also Ausbildung, Deontologie und Aus- und Fortbildung, in denen man die Zukunft des Berufsstandes auf europäischer Ebene bewerkstelligen kann. Wichtig ist, dass wir es gemeinsam schaffen, in das System Vertrauen zu legen und auch, dass das Publikum das Vertrauen hat in das System. Emmanuel, vielen Dank, dass du uns jetzt diesen wichtigen Überblick gegeben hast. Vielen Dank. Es ist gut zu wissen, dass ich glaube, es gibt außer dir sonst niemanden. Es ist gut zu wissen, dass du dich auf europäischer Ebene universitär und wissenschaftlich mit diesem für alle Länder so wichtigen Thema beschäftigst. Das ist gut, wenn das eine wissenschaftliche Untermauerung auch hat. Wir haben in Deutschland und in Frankreich zwei völlig unterschiedliche Systeme. Nach deinem Überblick wird Jean Baron jetzt uns erzählen, wie das französische System ist. Das dauert etwa 2 Stunden. Und danach wird uns Heinz Wallender in 5 Minuten erklären, wie es in Deutschland funktioniert. 2 Minuten. Bonsoir à tous. Donc, je serai court. Ich werde es versuchen, kurz zu machen. Und ich werde versuchen, das französische System in 10 Minuten zu erklären. Zum Glück wurde viel darüber geredet, heute früh schon. Und ich werde mich um 4 Fragen konzentrieren. Wer sind die Mandataires judiciaires? Was kann das System? Was ermöglicht das System? Was sind die Haupteigenschaften der Administrateurs judiciaires und Mandataires judiciaires? Und was sind die Konsequenzen auf die europäische Ebene? Die AJMJ, also Insolvenzverwalter und Sachverwalter, ist
ein besonderer Status. Ich werde es nicht nochmal von vorne erzählen, aber es kommt aus einer anderen Eigenschaft, es kommt von den Handelsgerichten ursprünglich. Und es kommt davon, dass man Menschen finden musste, in denen man genug Vertrauen hatte. Und das Berufsbild hat sich einfach mit den Jahren entwickelt. Man hat schon davon heute früh erzählt. Seit 1985 wurde es dann in zwei geteilt, die Insolvenzverwalter und Sachwalter. Es ist schwierig, das nachzuahmen in anderen Ländern, und es ist vielleicht sogar schwierig zu verstehen in anderen Ländern. Aber die wichtigste Idee und die wichtigste Idee hinter dieser Reform ist, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Und es geht darum, dass man sich konzentriert auf die Rettung, also entweder oder auf die Gläubiger oder auf die Schuldner. Und ich glaube nicht, dass dieses System sich weiterentwickeln kann, so gut wie es ist. Aber nach 30 Jahren Erfahrung in Frankreich denke ich, dass es ein sinnvolles System ist, was ermöglicht diese Zweiteilung. Man kann alle Faktoren einzeln behandeln. Man kann in Europa, entgegen dem, was die Richtlinie uns sagt, gibt es ein Recht auf Rebound, aber es gibt bestimmte Länder, die das nicht ermöglichen können für kleine Unternehmen, die diese Prozedur nicht finanzieren können. Und der Vorteil des französischen Systems ist, dass es doch ermöglicht wird. Dadurch können diese kleinen Strukturen einen Neustart machen. Dann gibt es die Vermeidung der Interessenkonflikte. Wenn es keine Verbindung gibt zu Bank oder zum Schuldner, ist diese Zweiteilung einfach sehr, sehr praktisch. Ich sage nicht, dass es nie zu Konflikten gekommen ist, aber in den meisten Fällen schon. Es gibt auch eine Lohngarantie, GMG ist auch da, um das zu überwachen. Das gehört zu ihrer DNA. Und letztens, es wurde auch heute Vormittag erwähnt, die französische Erfahrung, was Prävention angeht. Wir haben mit der Prävention in den 90er Jahren angefangen, also vor knapp 30 Jahren. Wir haben nicht auf die Leitlinie gewartet, um uns für Rebound zu interessieren. Die Zahlen wurden schon heute früh genannt. Es gibt mehr als 70% Erfolg, was den Präventionsbereich angeht. Diese Zahlen findet man sonst nicht bei gemeinsamen Verfahren, Gemeinschaftsverfahren. Und schließlich sieht man, also es gibt ja auch diese Präventionsmaßnahmen in anderen Ländern, das sieht man jetzt nach und nach. Unserer Erfahrung nach sollte man diese Präventionsmaßnahmen nicht unterschätzen. Die werden manchmal etwas so betrachtet mit
als wäre es was Fragliches. Lohnt es sich? Dann wird ja oft gefragt. Aber der Experte, der sich mit den Schwierigkeiten des Unternehmens beschäftigt, muss mit allen betroffenen Parteien sprechen können. Er muss sie kennen. Er muss eine große Expertise besitzen. Er muss von Anfang an das Unternehmen kennen, damit er alle Schritte begleiten kann. Das kann man auch in anderen Ländern erreichen. Die Versicherung sollte für alle, also Insolventverwalter und Sachwalter, existieren. Es müsste automatisch sein. Und es muss eine strikte Kontrolle geben, was die Verwaltung von Drittmitteln angeht, um Betrug zu vermeiden. Und es muss auch einen Disziplinarausschuss geben mit Richtern. Und dann müssen natürlich die Ernennungen und Abberufungen verwaltet werden und die ganze Organisation. Ich versuche alles kurz zu erwähnen, was wir berücksichtigen müssen in der Organisation dieser Berufe. Wir haben eine halbstaatliche Bank, die sich diese zwei Berufsgruppen kümmert, um auch Betrug zu vermeiden. Die Experten haben sehr hohe Verantwortungen. Sie haben sozusagen für sich selbst Verantwortungen, aber auch für das Unternehmen, das ist eine Berufsgruppe mit einer hohen Unabhängigkeit. Und um abzuschließen, und eventuell zu unterhalten über die Lektionen des französischen Modells, diese Leitlinie kann uns schon helfen, Fortschritte zu erzielen für eine Harmonisierung des Berufsbilds auf europäischer Ebene. Und man muss den Status der Professionellen, also die Rahmenbedingungen für Insolventverwalter, auf jeden Fall harmonisieren, für eine Versicherung für alle Sorgen. Das ist das, was ich versucht habe, Ihnen zu sagen, in 10 Minuten über das französische System. Jean, vielen Dank. Heinz, wir sind gespannt, was du uns über das deutsche System erzählst. Das dauert einen kleinen Moment, aber dann bin ich auch sofort à jour. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal darf ich dem VID ganz herzlich danken, dass ich als pensionierter Richter, aber immer noch an der Universität aktiv, hier die Gelegenheit bekommen habe, vor Ihnen vortragen zu dürfen. Man hat so den Eindruck, man ist noch nicht ganz vergessen und das ist eigentlich sehr schön. Ich vermag ja auch dann, was diese Thematik angeht, 20 Jahre Erfahrung mitzubringen. Wenn ich die beiden Systeme vergleiche, und ich werde natürlich jetzt sofort mit dem deutschen System dann auch überleiten, dann muss ich feststellen, es gibt gravierende Unterschiede. Das französische System ist sehr, sehr stark durchreglementiert.
Sie werden gleich feststellen, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Aber ich möchte an dieser Stelle doch eins deutlich machen und betonen. Ich halte die Arbeit der deutschen Verwalter, egal ob sie jetzt im VID Mitglied sind oder auch nicht, durchaus für sehr gut. Sie halten sich überwiegend an die Prinzipien, die wir schon jetzt heute von Emmanuel dargestellt bekommen haben. Also ich glaube, da gibt es zwischen den französischen und den deutschen Kollegen keine graduellen Unterschiede. Der Unterschied, der besteht, ist, wir haben kein Regelungswerk. Und wir sind auf dem Wege, eins zu bekommen. Ob das ausreicht, das versuche ich jetzt kurz darzustellen. Also die Situation in Deutschland ist in der Tat bescheiden. Es fehlen berufsrechtliche Mechanismen, die im Vorfeld der Verwalterbestellung gewährleisten können, dass potenzielle Bewerber ein ihnen übertragenes Verwalteramt auf der Grundlage festgelegter Kriterien zur Sicherung der Qualität ihrer Tätigkeit wahrnehmen. Das haben wir nicht. Anders als etwa beispielsweise der Beruf des Notars und andere vergleichbare qualifizierte freie Berufe, zum Beispiel der Beruf des Rechtsanwalts, gibt es für den Beruf des Insolvenzverwalters weder spezielle gesetzlich geregelte Qualifikationsnachweise noch Bestimmungen zur berufsrechtlichen Qualifikation. Und an dieser Stelle sollte man noch mal betonen, dass das Bundesverfassungsgericht, also das höchste deutsche Gericht, schon vor vielen Jahren entschieden hat, dass es sich bei dem Insolvenzverwalterberuf um einen verfassungsrechtlich geschützten Beruf handelt. Ich denke, das ist wichtig festzuhalten, auch im Zusammenhang mit dem, was geleistet werden sollte vom Gesetzgeber. Dieser erste Befund, den ich Ihnen jetzt hier kurz unterbreitet habe, der bedeutet jetzt nicht, dass die Insolvenzordnung, also unser insolvenzrechtliches Regelungssystem, keine berufsrechtlichen Regelungen für Insolvenzverwalter enthält. So ist das sicherlich nicht. So ist den Paragraphen 56 fortfolgende, das sind die Vorschriften, die eben auch die Zulassung, nicht die Zulassung, aber die Bestellung zum Insolvenzverwalter regeln, die Aufsicht über den Insolvenzverwalter und dergleichen. Diesen Vorschriften ist schon eine gewisse Regelungsdichte zu attestieren. Ja, was haben wir jetzt als zentrale Norm in Deutschland? Das ist der Paragraph 56, der für die Richter immer die ausschlaggebende, maßgebliche Norm bei der Verwalterbestellung war und auch noch ist. Nach dieser Vorschrift, nach Paragraph 56 der Insolvenzordnung, ich zitiere jetzt wörtlich, ist zum Insolvenzverwalter eine für den jeweiligen Einzelfall geeignete, was immer das heißen mag, geeignete, insbesondere geschäftskundige, was immer das heißen mag, und das ist aber ganz, ganz wichtig, und ich glaube, da haben wir eben die große Parallele auch zu Frankreich und anderen Rechtsordnungen, und von den Gläubigern und dem Schuldner unabhängige, natürliche Person, also es kann in Deutschland keine juristische Person zum Insolvenzverwalter bestellt werden, sondern nur eine natürliche Person. Auch diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren beschäftigt, zu bestellen. Und jetzt kommt das, was ich gleich dann als nächstes darzustellen versuche, wo also die deutsche Initiative auch hingeht, die aus dem Kreis aller zur Übernahme von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen auszuwählen ist. Das sieht derzeit wie folgt aus. Die Insolvenzgerichte führen eigene Listen mit den Personen, die sich bei ihnen beworben haben und die zum Insolvenzverwalter bestellt werden wollen. Und aus dieser Liste, im Regelfall jedenfalls, wählt dann der Insolvenzrichter, der zuständige Insolvenzrichter, den Insolvenzverwalter für das konkrete Verfahren aus. Das ist die derzeitige Situation. Und jetzt hat es vor kurzem eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs gegeben, die noch einmal im Grunde deutlich gemacht hat, wie sehr doch eine gesetzliche Regelung notwendig ist. Das Amtsgericht Charlottenburg in Berlin, das größte deutsche Insolvenzgericht für Unternehmensinsolvenzen, hatte anhand
einer Liste seine Verwalter bestellt. Das ist das, was andere Insolvenzgerichte genauso tun. Nur haben sie Benchmarking-Noten quasi vergeben, also ein Ranking eingeführt. Und da hat dann ein Verwalter, der nicht bestellt worden ist, weil er eben nicht die ausreichende Zahl erreicht hatte, sich gegen gewandt. Der Fall ist dann bis zum höchsten deutschen Zivilgericht gegangen, bis zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass diese Praxis rechtswidrig sei. Und das zeigt im Grunde auch dieses Beispiel wieder, wie wichtig es ist, dass wir eine einheitliche Liste für alle Personen, die zum Insolvenzverwalter bestellt werden wollen und die auch die Voraussetzungen erfüllen, dass wir die letztlich brauchen. Es fehlt eine solche gesetzliche Regelung und Deutschland ist auf dem Wege, finde ich, dann eine solche Regelung zu schaffen, nämlich es wurde im Jahre 2020, also vor knapp 2 Jahren, unter Federführung des Landes Berlin eine Arbeitsgruppe gebildet, in der Umsetzungsfragen einer Vorauswahlliste für Insolvenzverwalter erörtert werden sollten. Also das war jetzt das erste Stadium der Vorarbeit. Wohlgemerkt, es geht also nur in dieser Gruppe oder ging in dieser Gruppe nur um die Frage, welche Fragen für die Vorauswahlliste erstmal geklärt werden sollten. Das, was wir eben von Jean gehört haben, nämlich dass es eine Körperschaft gibt, die also auch die Insolvenzverwalter zu beaufsichtigen hat, ich komme gleich noch drauf, das ist nicht Thema dieser Arbeitsgruppe gewesen. Am 28. September vergangenen Jahres hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeiten beendet und hat Ergebnisse vorgelegt. Und das zentrale Ergebnis ist, dass also auch eine zentrale, nach bundeseinheitlichen Kriterien geführte Vorauswahlliste eingeführt werden sollte. Wie gesagt, das haben wir nicht. Wir haben bisher nur solche Vorauswahllisten bei den einzelnen Gerichten, aber nicht eine zentrale Liste, die dann von einer Bundesbehörde, das ist wohl so angedacht, letztlich geführt werden soll. Die Arbeitsgruppe entwickelte dann auch ferner Kriterien für die Aufnahme auf die Vorauswahlliste und unterbreitete auch Vorschläge, unter welchen Voraussetzungen ein Delisting zu erfolgen hat. All das, was jetzt die Arbeitsgruppe ausgearbeitet hat, haben wir eben schon im Vortrag von Emmanuel gehört und Jean hat es also im Grunde für das französische Recht schon dargestellt. Also ich finde das, was vorgeschlagen wird, sehr gut, weil es nämlich im Grunde gewährleistet, dass dann nur die Personen gelistet werden, die auch die Qualifikation für eine gute Insolvenzverwaltung bieten. Das, was ich leider bei diesen Vorschlägen der Arbeitsgruppe vermisse, ist, dass man die Darlegung der Fakten, wie gut ich bin oder wie schlecht ich bin, natürlich sagt keiner, wie schlecht er ist, aber wie gut ich bin, was ich alles kann und welche besonderen Qualifikationen ich erfülle, dass die also nur vorgetragen werden müssen. Es gibt nicht wie in Frankreich eine Prüfung. Es gibt nicht wie bei den Notaren in Deutschland eine Prüfung. Wer also Notar in Deutschland werden möchte, muss eine besondere Prüfung durchlaufen. Das ist nicht in diesen Vorschlägen vorgesehen. Und das finde ich deshalb nicht so glücklich, weil ich selber ja erfahren habe, was alles vorgetragen wird von den Kandidaten und was sich dann nachher nicht als wahr erwiesen hat. Also insofern wäre es mir lieber, wenn das, was eben unterbreitet wird an Fakten, auch geprüft wird. Ob das unbedingt mit einer staatlichen Prüfung dann einhergehen muss, ist eine andere Frage. Aber es sollte eine Verifikation der Fakten, die dann unterbreitet werden, die sollte erfolgen. Und was ich auch vermisse bei diesen Vorschlägen ist, aber vielleicht habe ich da auch etwas übersehen, wenn ich jetzt eine solche bundeseinheitliche Liste einführe, ich persönlich gehe davon aus, da werden vielleicht 1.000 oder 1.200 Personen darauf zu finden sein, vielleicht werden es auch mehr sein, ich weiß es nicht, dann muss auch gewährleistet sein, dass der einzelne Richter, der ja nach der derzeitigen Rechtslage eben autonom, nach freiem Ermessen entscheidet, wer zum Insolvenzverwalter bestellt wird, dass der auch nur Personen von dieser Liste auswählen darf. Es kann also nicht sein, dass wir in Deutschland eine Liste mit 1.500 Personen haben und der Richter an einem kleinen Insolvenzgericht irgendwo in Südwestdeutschland hingeht und sagt,
Ich kenne niemanden von denen, aber ich kenne einen, der hat schon früher immer für mich tolle Verfahren bearbeitet und den werde ich bestellen. Ich werde Ihnen ein Beispiel kurz nennen, wie das manchmal dann auch funktionieren kann. Ich kann mich erinnern, dass ich im Jahre 2006 oder 2008, weiß ich nicht, auf einer Konferenz in Paris war. Da kommt ein Verwalter von einer großen internationalen Kanzlei auf mich zu und wir kannten uns und dann sagt er, kannst du dir vorstellen, dass du demnächst die Insolvenz von Opel bearbeitest? Adam Opel sitzt in Rüsselsheim. Ich wäre zwar zuständig in Köln nach der Buchstabenverteilung, aber Adam Opel sitzt in Rüsselsheim. Was habe ich mit Adam Opel zu tun? Ja, sagt er, wir überlegen uns schon eine Sitzverlegung, Forum-Shopping. Ne? Nationales Forum-Shopping in Deutschland. Ja, sage ich, und warum ich? Ja, sagt er, das hat bestimmte Gründe, aber ein ganz wesentlicher Grund ist, die Richterin dort, das haben wir jetzt schon eruiert, die will irgendeine Person mit 3 Mitarbeitern zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma Opel bestellen. Es ist ja Gott sei Dank nicht zur Insolvenz von Opel gekommen. Aber das wird natürlich mit einer solchen Vorauswahlliste, wenn also ganz bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen, im Grunde vermieden. Also, dass dann auch ein solches Forum-Shopping auf diese Weise erfolgt. Ich bin sehr, sehr froh gewesen, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist, denn es ist nie glücklich, wenn man dann in den Geruch kommt, da ist möglicherweise Forum-Shopping vorbesprochen worden und dergleichen. Also die Liste kann das nicht völlig verhindern, aber sie kann dazu beitragen, dass es dazu dann in Zukunft hoffentlich nicht mehr kommt. Was hat die Arbeitsgruppe noch vorgeschlagen? Das, denke ich, ist wichtig, weil Jean ja auch das vorinsolvenzliche Verfahren besonders hervorgehoben hat. Und wir haben ja heute Morgen gehört, dass wir in Deutschland eben seit dem 1.1. des vergangenen Jahres das Staruk haben. Ich brauche nicht mehr zu erklären, was das ist, das haben wir ja heute Morgen schon gehört. Aber dieses Staruk kennt jetzt eine besondere Person als Akteur, das ist der Restrukturierungsbeauftragte. Und ich finde es sehr gut, dass die Arbeitsgruppe in ihren Vorschlägen jetzt auch so weit gegangen ist und hat gesagt, natürlich muss der auch letztlich gelistet werden, aber für den Restrukturierungsbeauftragten sollen noch zusätzliche Qualitätsmerkmale dann unterbreitet werden, die deutlich machen, dass er gerade im Bereich der Sanierung ein Experte ist. Das kann man befürworten. Und denke ich, ist auch ein guter Ansatz, hier die Verwalter und auch den Restrukturierungsbeauftragten dann gleich zu behandeln. Wie ging es jetzt weiter? Also die Vorschläge wurden der Justizministerkonferenz, die im letzten November stattgefunden hat, ich glaube in Konstanz am Bodensee, unterbreitet und die Justizminister der Länder, also der einzelnen deutschen Bundesländer, haben dann das Bundesjustizministerium, also den Bundesjustizminister gebeten, einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer zentralen, durch eine behördliche Stelle geführten Vorauswahlliste für Insolvenzverwalter vorzulegen und dabei auch die von der Arbeitsgruppe weiter erzielten Ergebnisse zu berücksichtigen. Und wenn ich nochmal die Vorschläge Revue passieren lasse, dann meine ich, dass die Arbeitsgruppe durchaus all das, was in Artikel 26 und 27 der Richtlinie in einem groben Rahmen formuliert und vorgegeben worden ist, umfassend berücksichtigt hat. Also das ist aus meiner Sicht durchaus eine optimale Pflichterfüllung, Umsetzung von Artikel 26 und Artikel 27. Nur, meine Damen und Herren, wir sind natürlich noch nicht so weit. Das ist jetzt die Bitte an den Justizminister. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dann der Justizminister sagt. Aber zuvor wollte ich noch kurz auf Herrn Dr. Niering zurückkommen, den Vorsitzenden des VID. Also wenn ich das, was die Arbeitsgruppe vorgelegt hat und was die Justizminister der Länder dem Bundesjustizminister als Bitte überreicht haben, wenn ich das zusammenfasse, würde ich sagen, das ist eine sogenannte kleine Lösung. Es gibt also auch die große Lösung, darauf komme ich gleich noch ganz kurz zurück. Das ist die kleine Lösung, mit der bin ich nicht glücklich, sage ich ganz offen, aber ich sage auch ganz offen, das ist vielleicht ein bisschen Eitelkeit. Ich habe vor 3 Jahren dazu einen etwas umfangreicheren Beitrag in einer juristischen Fachzeitschrift geschrieben und hatte mich also ausdrücklich
auch für die große Lösung ausgesprochen, aber außer dem VED ist mir leider niemand gefolgt. Das ist nun mal so, damit muss man leben. Also der VED vertritt die große Lösung, fand ich immer sehr sympathisch. Und was bedeutet die große Lösung? Also es wird vom VED gefordert, dass die Bundesregierung die bestehenden berufsrechtlichen Regelungslücken über ein umfassendes, wohlgemerkt umfassendes Regelungswerk schließen und so die Rahmenbedingungen des komplexen Berufsbildes den europäischen Standards anpassen sollte. Und wenn ich von europäischen Standards rede, dann könnte man vielleicht auch sagen, dem französischen Standard anpassen sollte. Also wir sind gar nicht so weit auseinander. Der Unterschied ist in der Tat der, Sie haben ein Regelungswerk, wir sind vielleicht auf dem Weg zu einem. Das ist im Moment noch der Unterschied. Ja, und was sagt jetzt unser neuer Bundesjustizminister? Der hat also vor kurzem in einer juristischen Fachzeitschrift ein Interview geführt. Er wurde auch zu diesen Vorgaben, die also die Kommission dann formuliert hat, befragt. Und er hat dann darauf hingewiesen, dass für das Berufsrecht, auch das ist jetzt wieder Zitat, der Insolvenzverwalter nur eine kleine Lösung in Betracht kommen könne, mit der sich einige der Probleme, also er sieht selbst, dass das nicht umfassend die Probleme löst und regelt, mit der sich einige Probleme, ja, die in der Diskussion thematisiert werden, gelöst werden könnten. Dies könnten, jetzt zähle ich kurz auf, die Ermöglichung eines einfachen und verlässlichen Informationsaustausch sein, und zwar zwischen den Gerichten, gut, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer zu erreichen, die Formulierung klarer Kriterien für die Aufnahme und die Streichung eines Verwalters von der Vorauswahlliste, ja, das ist das, was in der Tat auch die Kommission, die Arbeitsgruppe in ihrem Vorschlag dann unterbreitet hat, und insgesamt die Verbesserung der Transparenz des Auswahlprozesses. Ja, das ist auch zu befürworten, denn viele Gläubiger, ich weiß ja, dass Gläubigervertreter auch aus Deutschland hier sind, viele Gläubiger haben sehr oft beanstandet, dass eben überhaupt nicht erkennbar sei, welche Motivation, welche Gründe das Gericht jetzt veranlasst, den Verwalter X oder die Verwalterin Y zu bestellen. Es gibt keine Erklärung dazu. Das Gericht ist nicht verpflichtet, in seiner Bestellungsentscheidung die Gründe für seine Entscheidung anzugeben, und diese Entscheidung ist auch nicht anfechtbar. Das heißt also, wenn jemand als Insolvenzverwalter gerne auf die Liste bei dem Gericht möchte und er erfüllt die Voraussetzungen und er passt diesem Richter nicht, alles das habe ich erlebt, dann hat er keine Chance. Das wird aber auch in Zukunft nicht anders sein. Wenn wir also eine bundeseinheitliche Liste haben mit vielleicht 1.000 oder 1.500 Personen, dann ist es immer noch nach dem derzeitigen Verständnis, davon gehe ich jetzt erstmal aus, die Entscheidung, die Ermessensentscheidung des einzelnen Richters, wen er für das konkrete Verfahren bestellt. Aber immerhin weiß jetzt der Richter, dass all die Personen, die dort gelistet sind, die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Und das ist sicherlich, oder das wäre ein großer Fortschritt. Also diese Zurückhaltung des Bundesjustizministers, die jetzt nicht unbedingt die Ansicht der Bundesregierung sein muss, aber es spricht vieles dafür, dass es in diese Richtung gehen wird, die finde ich insofern bedauerlich, als jetzt doch die Chance da wäre, etwas mehr zu tun, nämlich das europäische Gesamtbild in den Blick zu nehmen und dann zu sagen, können wir nicht, wenn ich sehe, was beispielsweise 22 der 27 Mitgliedstaaten alleine schon anzubieten haben, können wir nicht da anschließen, aufschließen. Das sehe ich leider im Moment nicht. Und es gilt insbesondere auch einen Blick, vielleicht noch, ich bin schon zu lange, aber vielleicht erlauben Sie mir noch die 2 Minuten. Ich sollte ja ursprünglich auch nur 6 Minuten referieren. Ja, also es gilt vielleicht noch einen Blick auf die Empfehlungen der European Bank for Reconstruction and Development, kurz EBRD, zu werfen. Denn wenn man dort auf diese Empfehlungen schaut, dann stellt man fest, wie wenig das deutsche Recht eben den Beruf des Insolvenzverwalters, Sachwalters und auch Restrukturierungsbeauftragten regelt. Die haben am 1.7. des vergangenen Jahres Principles for an Effective Professional and Regulatory Framework for Insolvency Office Holders formuliert. Und ich finde, das sind durchaus Überlegungen, Ideen,
die wir im Rahmen der Diskussion, was könnte europäischer Standard werden, darum geht es ja jetzt bei der Harmonisierung, herangezogen werden können. Aber nicht nur diese Europäische Bank, sondern auch das, was der VID, ich mache jetzt keine Werbung für den VID, obwohl ich Mitglied bin, das muss ich dazu sagen, aber ich finde, Sie sind, was das angeht, Vorreiter und das sollte man auch mal einer solchen internationalen Veranstaltung deutlich machen. Ich komme auch noch gleich auf die Punkte, die der VID eben formuliert und die ich durchaus für erstrebenswert ansehe. Also der VID hat vor kurzem im Februar noch gesetzliche Regelungen in folgenden Bereichen angemahnt. Jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was eben Harmonisierung vielleicht am Ende auf europäischer Ebene bedeuten könnte. Er verlangt, die Berufsausbildung muss auf Basis eines einschlägigen Hochschulstudiums und einer bis zu dreijährigen praktischen Tätigkeit bei einem zugelassenen Berufsträger erfolgen. Ich halte insbesondere die praktische Tätigkeit bei einem Berufsträger für ganz, ganz wichtig. Allein ein Hochschulstudium ermöglicht nicht eine besonders gute Insolvenzverwaltung, sondern es ist wichtig, dass derjenige, der das Amt anstrebt, die praktische Erfahrung in einem Verwalterbüro sammelt. Und das ist ja auch die derzeitige Praxis in Deutschland. Und wenn man das auf europäischer Ebene umsetzen könnte, würde ich das als sehr begrüßenswert ansehen. Ob es einer Zulassungsprüfung nach Abschluss der Berufsausbildung bedarf, ist die Frage. Frankreich hat dies, wenn ich das recht erinnere, auch UK, aber die sind ja nun nicht mehr bei uns, die hatten das auch. Ob wir das in Deutschland unbedingt brauchen, will ich mal in den Raum stellen, aber es wäre schon wünschenswert, wenn man in diese Richtung marschierte. Eine bundeseinheitliche Vorauswahlliste nach einheitlichen Kriterien fordert der VID. Das werden wir, denke ich, bald bekommen. Das halte ich auch für richtig und für vernünftig. Berufsausübungsregelungen in Anlehnung an die bereits bestehenden Berufsgrundsätze und Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenz und Eigenverwaltung. Auch da hat der VID ja entsprechende Grundsätze und Prinzipien formuliert, entwickelt. Kann ich nur unterstützen. Das Vergütungsrecht, meine Damen und Herren, ist natürlich aus der Sicht des Insolvenzverwalters ein ganz wichtiges Feld. Auch das sollte gesetzlich dann in allen Mitgliedstaaten geregelt sein. Denn wer gute Arbeit leistet, der soll auch entsprechend bezahlt werden. Und das müsste dann auch gesetzlich vernünftig kodifiziert sein. Mindeststandards zur Fortbildung, auch das war ja ein Thema, Fortbildung. Es reicht nicht aus, dass ich einmal meinen Nachweis erbracht habe und ich mache dann die Arbeit 10 Jahre und ich habe die gesamte Entwicklung, die sich dann in dieser Zeit ergibt, die habe ich verschlafen, weil ich keine Fortbildung besuche. Also Fortbildung als Verpflichtung, ganz wichtig, damit ich immer auf dem neuesten Stand dann auch bleibe. Und Fortbildung bedeutet aus meiner Sicht ja auch, dass ich die Gelegenheit habe, mit anderen Kollegen zusammenzukommen, wenn Fortbildungsveranstaltungen stattfinden, mich austauschen kann. Wir haben heute Morgen gehört von dir, Elsbeth, dass du auf die Kommunikation der Richter in Holland hingewiesen hast, die also jetzt in Restrukturierungssachen tätig sind. Ganz, ganz wichtig. Gott sei Dank machen das die deutschen Restrukturierungsrichter auch, vielleicht noch nicht so intensiv, wie ihr das in Holland macht, aber das ist aus meiner Sicht wichtig, dass man miteinander redet, dass man Erfahrungen austauscht. Dann Mindeststandards zur Fortbildung hatte ich schon. Wichtig ist eine Versicherung. Ich meine, in deiner Untersuchung gelesen zu haben, dass nicht alle Mitgliedstaaten den Nachweis verlangen, dass die Insolvenzverwalter eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben müssen. Wir haben in Köln beispielsweise immer verlangt, dass ein Insolvenzverwalter, und bei anderen Gerichten ist das, glaube ich, nicht anders, mindestens eine Deckungssumme von 2 Millionen Euro oder 3 Millionen abgesichert haben muss. Denn wir wissen alle, Insolvenzverfahren können sehr, sehr haftungsträchtig sein, wenn es um große Summen geht. Und dann reicht das auch nicht mehr aus, aber dann kann man auch dann eine individuelle Regelung treffen. Das, was ich als Maximalsumme mal genehmigt hatte, waren 100 Millionen Euro. Mehr wollte eine Versicherung auch nicht abdecken. Die durfte dann auch mit der Zustimmung des Gerichtes der Insolvenzverwalter mit der Versicherung abschließen. 100 Millionen Euro. Es ist Gott sei Dank nicht zu dem Versicherungsfall gekommen. Aber eine Mindestversicherung halte ich für absolut notwendig. Und dann als letztes noch die selbstverwaltende Berufsaufsicht über den konkreten Einzelfall hinaus. Das versteht, ja, ich bin jetzt mit einem Satz noch fertig. Ich habe mich immer für eine Kammer für Insolvenzverwalter in Deutschland ausgesprochen. Das wäre die große Lösung. Aber die große Lösung will
wohl der Gesetzgeber nicht. Und damit werde ich leben müssen, vielleicht auch der VED. Jetzt bin ich viel zu lange, es waren 6 Minuten plus 10. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Heinz, herzlichen Dank für dein engagiertes, motivierendes Plädoyer für eine... Nein, wir haben ihn nicht dafür bezahlt. Aber Heinz, es spricht aus dir die Begeisterung des Richters, der sich eben manches auch etwas leichter wünscht. Und ich glaube, viele deiner Berufskollegen würden sich auch wünschen, dass es etwas einfacher wäre. Und auch wir Verwalter würden uns wünschen, wenn Qualität auf diese Art und Weise gewürdigt und gesichert wird. Wir Verwalter selber sind ja diejenigen, die schon seit Jahren versuchen, Standards herbeizureden und zu organisieren, die das ermöglichen sollen, was für uns am wichtigsten ist. In einer Insolvenzsituation haben wir es mit Stress zu tun. Stress für alle Stakeholder, Stress für die Gesellschafter, Stress für die Gläubiger, Stress für die Belegschaft, Stress für alle. Was die brauchen und wollen, ist einer, der mit gewisser Ruhe und dem vollen Vertrauen das macht. Und der muss vernünftig ausgewählt werden und da muss einfach, das ist Justizgewährung, der Staat gibt Hilfe in dieser Situation und das muss, da haben wir in Deutschland Aufholbedarf, das muss besser und kann leicht viel besser organisiert werden. Insofern ein herzliches Dankeschön dafür. Jetzt sind nach 3x15 Minuten Vorträgen schon 1:15 insgesamt vorbei. Und ich möchte gerne, obwohl wir das wahnsinnig gerne noch diskutieren würden, würde ich gerne zum Ende kommen, weil es ist Freitagnachmittag, es ist 16:45, wir sind noch gerade in der Zeit. Herzlichen Dank, Emmanuel, Jean, Heinz, für eure Beiträge. Es ist ganz toll gewesen. Applaus